Also hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier im Kanal mit dem Bewegungsplay. Hallo, guten Tag, mal Zeit. Heute werden wir eine Map im Giants Editor bauen. Und zwar, wir bauen eine Map, die soll aussehen wie eine Insel. So, ihr seht, ich werde jetzt anfangen hier den Strand zu arbeiten. So, jetzt kann man richtigen Sand raus, welchen ich nehme. Ja. Ich werde nicht alles nachfahrt tun, ich werde jetzt immer nur so ein bisschen nachfahrt tun am Anfang. Ich hoffe, es euch gefällt. Ja. Das würde ich mir, also würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein Like da lasst und auch somit zeigt, dass das Video schön gut ist, euch gefällt und alles, ja. Also, am Ende werdet ihr nachher, also ihr werdet zwischendurch immer mal wieder OBS sehen, das Video geht jetzt so um die 5 Minuten, das hier. So ist auch mein Plan, immer was zu schaffen und ja. Ich werde natürlich auch manchmal normale Videos machen, wenn ich jetzt was Spannenderes mache, nur das jetzt hier außen das Wasser, also den Sand zu texturieren, finde ich so spannend. Deswegen habe ich es einfach mal schnell als Timelapse gemacht und ja. Ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht hört man das ein bisschen, deswegen ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr viel aufnehmen im Moment, weil ich bin ziemlich, also meine Stimme ist, naja, ich habe bald Bock aufzunehmen, vielleicht auch was aufnehmen, ich weiß es nicht, vielleicht mache ich schon weiter mit der Map, ich weiß es noch nicht, Leute, also wenn das ausfällt, tut mir leid, ist halt so, ich bin halt krank. Ja, ihr habt jetzt hier, ich habe jetzt da mit dem komischen Sand da, mit dem feuchten Sand, also Reed Sand, heißt ja, Reed heißt feucht, mache ich halt jetzt innen, was da drin ist, und den Strandplatz mache ich mit dem normalen Sand, Beach Sand, weil es ein bisschen geil aussieht. Es sieht nachher auch ziemlich geil aus, ja. So Shortcuts, weiß ich, wusste nicht, wenn ihr einmal weiß, wie der Shortcut ist, für halt hin und her zu wechseln, zwischen dem Detail Mode oder dem anderen, bitte mal sagen, also in die Kommentare schreiben, ja. Das Video läuft mit vierfachem Zeitverlauf und ja, viel Spaß beim Gucken. Ciao, ciao. Und vergesst nicht, das Video zu liken, bitte. Wenn es euch gefällt, liked. Und jetzt, mach's gut, bis dann und ciao, ciao.